jetzt, ich bin schon der Überzeugung, der richtige Ton, der existiert nicht mehr. Es hat keiner mehr den richtigen Ton. Jetzt, ich sage allebei, von Grund aus immer vornehm sein, so wie es ich bin. Ja, in meinem Beruf. Ja, was glaubt ihr? In meinem Beruf, gell? Was man, da war mir ja klar hergeschenkt, wie wir uns alles gefallen lassen werden. Schauen Sie, nein, das muss ich nicht verzeihen. Schauen Sie, da habe ich mal am Roten Kreuzplatz habe ich einen Wechsel gekramt. Kommt da so ein neumodisches Automobil daher und da hockt da so ein junger Stäbsi drum und hupt mich an. Hupt mich an. Dann schreit er noch aber auch zu mir. Haben Sie noch nicht ein Auto gesehen? Mütterchen, machen Sie Platz. Sieh, da bin ich weggerannt über. Ich sag, mein Bibel. Damals bist du ja drin in meinem Ruckel, der Blech muss ich nachkaufen, weil ich schon mein ersten Auto zum Versorgungsamt hingefahren bin. Ja, und willst du mir nicht der Baum und das, dann darf er dir jetzt runterblasen. Das meint der Jochwindvater durch deine Rippen durch. Das ist ja momentan schon auf den Nieren gegangen, wissen Sie selber. Aber drum guckt dieser als wie ein Sackerl für Hirschberg, gell? Sag ich, warum fassen wir jetzt nicht weiter? Ah, habe ich gesagt, du wirst deinen Führerschein wahrscheinlich in der Lotterie gewonnen haben. Geh zu, habe ich gesagt, hau deinen Gang rein. Sieg deine selber gestrickten Ohrwaschel wieder drüber. Na, Tod, ist ja wahr, er mit seinem Sparhofer-Gesicht. Oder hab ich gesagt, was vielleicht auf deinen Brüdern? Bruder mag er mich fragen. Ja, sag ich, allein kann ich einer gar nicht so dumm schauen. Also, jetzt, ich muss ja noch sagen, mit den Trambahnen, da komme ich recht gut aus. Nein, da komme ich prima aus, da kann ich mich wirklich nicht kommen. Bloß einer ist dabei. Einer, der fährt auf der Zweifel. Ein ganz alter ist schon. Die Regel schreibt er sich. Der hat was gegen mich. Na, kannst du sagen, so wenn ich da im schönsten Rahmen bin, und er kommt daher und verlangt er von mir, dass ich gleich auf Seiten springe, als wäre ein Gummiboy. Bläht ihr nicht neulich von der Plattform runter, kannst du jetzt nicht aus dem Geist rausgehen? Alte Gurgel. Sag ich, ja, ich schon. Aber du nicht. Du damischer Räuberadmiral. Und dann sind noch ein paar Wörtchen gefallen. Sie. Ja, aber das ist schön ein wahrer Mann. Am Tag bin ich schon nachbeordert worden in Personaldirektion. Stellen Sie sich einmal vor. Sie, was der Mensch an gemeinen Hinterfotzigkeiten wie über mich gesagt hat, das war unglaublich. Der Direktor hat mir selber vergessen. Ich war schon, so ich gesagt habe, ich weiß schon, dass du am Land rein bist. Der Bauern der Zahnlocker da. Da, wo du hier bist, da müssen sie auch hier ins Wasser reinstellen, dass sie eine Mille nicht sauer werden. Und du meinst, du kannst frech sein, gell? Weißt du, jetzt im Dienst bist. Weil die daheim, dein Alte, jeden Tag mit dem Putzrumpen und einem Kleiderkasten nicht. Dass du mit dem Mais Fangermantel tust. Und du pulst rein, dass du so schreib bist. Ja, du bist schon so hell auf der Platten, dass deine Leute nicht einschlafen können. Und du meinst vielleicht, so ich gesagt habe, okay, du meinst vielleicht, weil du jetzt bei der Pferdebahn angefangen hast, es kannst du für die Dinge lassen, weil es größer nicht gehabt hat. Mei, wenn du so lang warst, als wie es blöd bist,
Na, kannst du ja gerade knieren, dass er da drinnen raussaffen. Und wenn du auf die Uhren aufschaust, dann bleibt ja der große Zorgerstiefel an der Schreck. Sieh, das soll ich alles gesagt haben. Glauben Sie, ich glaube, ich bin ganz blass geworden von lauter Schreck. Über eine solche Gemeinheit. Herr Direktor, habe ich gesagt, es ist nur ein Glück, dass ich eine Dame bin. Nein, weil solche Ausdrücke sind mir vollständig fremd. Die hat sich der Herr Oberfahrer Thieriger wahrscheinlich selber aus seinen Bälle rausgezuselt. Also meiner Anschauung nach haben sie den in der Suppenschule ein Maipa-Benzin reingespritzt. Und haben sie umrühren vergessen. Aber die Sei, habe ich gesagt, so gerne, Herr Direktor. Den bin ich erst erwischt auf diesen, auf. Da hat er nichts zum Lachen. Da treibe ich mit meinem Instrument so am Mauer hin. Ja, das ist ein Maurer von Heile und Litte mit der Spachtel überkratzen. Ist ja wahr? Als ich ihn erklärte, in der Luft zu sitzen und an den Handwerksbuschen verschenkt. Ja, der Herr Direktor, der hat sofort erkannt, gell, wie man vor sich hat. Frau Meier hat gesagt, Sie sind ein Original. Ich werde dafür Sorge tragen, dass Sie mit den Tieren nicht mehr auf einen Geleise zusammenkommen. Ja, habe ich gesagt, sind so gut. Ja, der hat ja noch Masel gehabt, habe ich gesagt, Chance, dass er mit mir zusammengerückt ist. Ja, was meinen Sie, wenn die eine andere erwischt hätte? Ja, die hätten ja beim größten Platz wegen über seine eigene Plattform, aber ich hätte bis an Zehennägel verrost worden. Ja, von da ab bin ich dann in den Stachusbezirk gekommen. Sieh, das ist ein Revier, das kann ich Ihnen sagen. Und ein Wechsel nach dem anderen. Ja, ich kann mich nicht beschweren, wir sind uns fünf Damen, gell? Ja, sobald man von meinen Kolleginnen von Damen reden kann. Ich möchte auch keine Wetter, gell, aber da sind vielleicht schon gescheite Luder dabei. Also unsere Hauptarbeit, die beginnt so in den frühen Morgenstunden, gell? Da laufen an der meisten die Psyphen über den Weg. Nein, was ich da schon lachen auf mir, kann ich sagen. Da eine, die möchte gleich zwischen Geist eine Flanke zum Schlafen. Der andere, der singt ein schönes Lied vor. Und dann kommt einer, der möchte gleich selber so einmal probieren. Aber sie nein, lies mir mal was passiert, das möchte ich auch nicht geben. Da kommt der Zufall daher und macht mir einen Heiratsantrag. Na, gewiss wohl. Na, das war er so eher gewesen. Was meinst du, der hat da vorne dabei gehabt, bis nein zum Marienplatz. Der macht mir einen Heiratsantrag. Mein Herr. Glauben Sie, ich hab gerade so gesagt, ich hab's nicht gedacht. Ja, und dabei war er so zufertig geworden. Sieh, der war so frech geworden, dass ich mich bloß noch mit aller Energie wehren hab können. Da hat er so passen, hab ich gesagt, gell? So fürs Vorschau. Eine städtische Angestellte heiraten und mein Gehalt versaffen. Solchen wie du, habe ich gesagt, möchte ich nicht einmal von Christkind geschenkt. Ist das schade, dass ich keinen Spiegel dabei habe, gell? Na, da hätte ich den reinschauen lassen. Wird er dein festen Arsch von deinem Antlitz raushängen? Das, was du gesiegt hast, da sitzen ja andere Leute. Du zuhörst, du unappetitliche. Und dann habe ich gesagt, und jetzt bist du frei und schlägst dich. Okay? Sonst gibt es einen Schlag, einen Staubwolken. Und deine Schuhe stehen da.
Weil es ist wirklich ein großes Glück, wenn man eine Dame ist.